Freunde in den Gemeinden in San Jose, Costa Rica, in Santiago de Chile, in Athen, Griechenland und natürlich auch liebe Freunde in Angerstein und in Northeim. Wir haben gestern eine wunderbare Konfirmation feiern können vor altehrwürdiger Kulisse der Burg Hardenberg. Dort hatten sich etwa 150 Personen versammelt, um die neun Konfirmanden zu begleiten. Und die neun Konfirmanden, vier Mädchen, fünf Jungen, sagten ihr Ja zum christlichen Glauben, sagten ihr Ja zu Jesus Christus und sagten ihr Ja auch zur Kirche. Das war eine wunderbare Atmosphäre, moderne Musik, es war gelockert und gelöst und man hatte auch von den Rückmeldungen nachher den Eindruck, alle waren auf das Höchste zufrieden. Man könnte sich fast darüber hinwegtäuschen, dass die Kirche in einer Krise ist, in einer tiefen Krise ist und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit vielen Jahrzehnten. Ich glaube und bin davon überzeugt, es ist nicht nur eine Krise der Strukturen. Es ist auch nicht nur eine Krise des Geldes. Es ist eine geistliche Krise, in der wir uns befinden und das heißt, es ist eine Krise des Glaubens. Und wenn wir es nicht schaffen, wieder uns den Glauben neu anzueignen, ihn neu zu entdecken für uns selbst, auch wir als Hauptamtliche in der Kirche, als Pastoren und Mitarbeiter, dann wird es uns nicht gelingen, die Kirche zu reformieren, zu erneuern. Und das ist notwendig, mindestens so notwendig, wie es im 16. Jahrhundert gewesen ist, als Martin Luther gegen die Missstände in der Kirche vorgegangen ist. Und nicht nur Martin Luther, sondern auch andere Reformatoren, die reformierte Kirche geprägt haben, Zwingli in der Schweiz oder Calvin, die eine andere Prägung mit hineingebracht haben in die Reformation. Ich will nun auf Spurensuche gehen und ich will feststellen, was denn Vertreter zunächst einmal der reformierten Kirchen zu sagen haben, worin das Besondere der Reformierten besteht und was ihr Beitrag sein kann, die Kirche zu reformieren, sie zu erneuern. Ich fahre jetzt nach Hannover, ins Zentrum der Reformierten, zum Reformierten Bund und treffe dort den ausscheidenden Generalsekretär Achim Detmers und werde ihm Fragen stellen, wie er die Kirche heute sieht und wo aus dem Evangelium heraus Vorschläge zur Erneuerung zu suchen sind. Kommen Sie mit mir nach Hannover. Herzlichen Dank. Ich bin hier heute glücklicherweise noch einmal konnte kommen in das Zentrum der Reformierten in Deutschland, in die Knochenhauer Straße in Hannover. Sie haben hier 6 Jahre lang gearbeitet und sind dabei, eigentlich schon Ihre Koffer zu packen und es geht einer neuen Station entgegen. Aber Sie sehen auf eine intensive Arbeit hier mit den Reformierten in Deutschland zurück. Deswegen habe ich um dieses Interview gebeten, weil ich dachte, wenn uns einer sagen kann, was ist reformiert und was könnte und sollte reformiert sein, dann sind Sie genau der richtige Mann für uns. Ja, wobei jeder das wahrscheinlich unterschiedlich beantworten würde. Ein lippischer Landessuperintendent hat einmal gesagt, reformiert ist, wie es hier ist. Das heißt, jeder versteht reformiert so, wie er es in seiner Tradition gewohnt ist. Und das kann in Deutschland durchaus sehr unterschiedlich sein. Aber es gibt schon so ein paar Grundaspekte, die man als deutlich reformiert erkennen kann. Und das interessiert uns natürlich sehr. Und da auch gleich mal die erste Frage, dann kriegen wir auch ein bisschen was von Ihnen gleich persönlich nochmal mit. Wie sind Sie denn reformierter geworden? Ja, ich komme aus dem südlichen Ostfriesland und dort gab es sehr viele Konfessionen, gemeinsam auf engstem Raume, Reformierte und Lutheraner, auch Baptisten gab es dort, Altreformierte
Und im Süden, da wo das Emsland beginnt, ist man katholisch. Ich bin reformiert aufgewachsen und dann merkt man natürlich sehr schnell die Unterschiede, wenn man in den anderen Gottesdiensten ist. Ich bin in Papenburg in der katholischen Gegend zur Schule gegangen, sodass mir das Reformierte und damit das Anderssein von Anfang an sehr wichtig war. Schön. Und ich möchte Ihnen heute lauter Fragen stellen, die aus meiner Gemeindepraxis herkommen. Und Sie haben gerade schon vom Gottesdienst geredet. Ich habe auch in Athen gearbeitet, das war eine unierte Kirche und es war aber eine sehr lutherische Liturgie. Und wenn dann Leute uns besuchen kamen aus der Schweiz, dann sagten die zu uns, das ist ja wie bei den Katholiken bei euch in der Kirche. Ja. Können Sie vielleicht sagen, warum die reformierte Liturgie so offenkundig anders ist als die lutherische Liturgie, sodass jemand, der von uns kommt und sagt, ich war neulich wieder mal in der lutherischen Kirche, aber ich finde, wir sollten das den Katholiken überlassen und das nicht selbst auch so versuchen. Also ein bisschen überspitzt. Ja. Es gibt eben diese beiden Grundmodelle von Gottesdienst. Das ist eben der römisch-katholische Messgottesdienst. Und das andere Modell, das es aber auch in der katholischen Tradition gibt, ist der Wortgottesdienst. Mhm. Und der lutherische Gottesdienst orientiert sich sehr an dem römischen Messgottesdienst, während der reformierte Gottesdienst sich am Wortgottesdienst orientiert und dort eine sehr eigene Form von Gottesdienstablauf entwickelt. Und die ist eben sehr einfach gestrickt um die Verkündigung des Wortes Gottes herum. Das steht im Zentrum. Und entsprechend lang kann eine solche reformierte Predigt auch werden. Und alle Teile drumherum, Gebet, Lesung, aber auch Fürbitte, sind in einem gut konstruierten reformierten Gottesdienst auch auf das Predigtthema zentriert, während in einem lutherischen und römischen Gottesdienst alle Teile für sich funktionieren und unabhängige Einheiten des Gottesdienstes sind. Das ist also eine andere Konstruktion, wie ein reformierter Gottesdienst funktioniert. Könnte man da schon so ein bisschen, also weil Leute ja dann auch sagen, die jetzt von der anderen Seite kommen und Lutheraner sind oder Katholiken sind oder gar Orthodoxe, die ich ja auch im Gottesdienst gehabt habe, die dann leicht sagen können, in einem reformierten Gottesdienst ist es so ein bisschen kalt und es ist so nicht so fürs Gefühl so richtig was dabei. Und viele Kinder finden ja auch gerade römisch-katholische Gottesdienste regelrecht faszinierend, während es bei unseren reformierten Gottesdiensten, na, sage ich mal, zumindest für ein Kind relativ schnell auch langweilig werden kann. Ja, ich glaube, in allen Gottesdienstformen können Kinder Langeweile entwickeln. Also dass bei uns alles so reduziert ist, das ist eine andere Form von Wahrnehmung, die natürlich sehr mit dem Verstand, den Verstand anspricht. Mhm. Aber dadurch, dass die reformierte Gottesdienstgemeinde in bestimmten Räumen ja nicht hintereinander sitzt und vorne ist der Altar, sondern im Halb- oder im ganzen Kreis sitzt, sozusagen auch sich gegenüber wahrnimmt und sich als Gemeinschaft um dieses Wortgott herum versammelt fühlt, kann hier schon eine ganz andere Dynamik entstehen, als wenn man sozusagen aufgereiht hintereinander sitzt, vorne ist der Altar. Und dort passiert etwas. Ich denke, in so einem Halbkreis ist nochmal eine ganz andere Dynamik da und auch möglich. Es gab bei uns einen Streit, wäre jetzt wirklich deutlich zu viel gesagt, aber eine Diskussion zumindest darüber, ob wir nicht eine Kerze auf den Abendmahlstisch stellen wollen. Und ein ehemaliger Lutheraner, der zu unserer Gemeinde gehört, der gekommen ist, im Grunde genommen, weil er mit den Pastoren der Lutheraner nicht so richtig einverstanden gewesen ist und deswegen zu uns gekommen ist, nicht unbedingt, weil er das Reformierte so besonders schätzte, aber der sagte, es wäre doch viel schöner, eine Kerze aufzustellen und das möchte er eigentlich gerne auch haben. Was hätten Sie ihm geantwortet? Also wir Reformierte würden wahrscheinlich sagen, eine Kerze macht nur dann Sinn, wenn zu wenig Licht da ist. Und wir sind im 21. Jahrhundert, haben viele Möglichkeiten, eine Kirche auszuleuchten. Von daher braucht es die Kerze nicht und liturgisch steht die Kerze eben da, wo der Altar ist, wo ein Opfer gebracht wird. Und wir haben in unseren reformierten Kirchen keinen Altar, sondern da steht ein Abendmahlstisch und da braucht es keine Kerze.
zugespitzt formuliert, weil die römische Messfeier eine vermaledeite Abgötterei ist. Sagt der Heidelberger Katechismus, haben wir gestrichen, weil das doch zu unökumenisch ist. Aber das war ein harter Auseinandersetzungspunkt an der Abendmahlsfrage, was geschieht dort eigentlich? Und da haben die Reformierten sehr pointiert gesagt, da opfern wir nicht. Das geht eigentlich schon auf Martin Luther zurück. Mhm. Martin Luther sagt, dass dieses Opfer ein für alle Mal, und da bezieht er sich auf den Hebräerbrief, am Kreuz auf Golgatha vollbracht wurde und nicht am Altar wiederholt werden muss. Das ist eine der ersten Schriften der Reformation von Martin Luther, und die Reformierten sind dem gefolgt. Und das hat dann eben auch zur Konsequenz gehabt, dass es den Abendmahlstisch gibt und nicht den Altar im reformierten Kirchraum. Trotzdem gibt es deutliche Unterschiede, und die waren sogar kirchenspaltend am Verständnis des Abendmahls. Können Sie das unseren Zuschauern erklären? Ja, das ist natürlich eine große Frage, wo man eigentlich weit ausholen müsste. Ich versuche das mal mit einem Vergleich. Und zwar, Sie kennen diese Smartphones, und da gibt es ja auch, sagen wir mal, zwei Systeme. Es gibt noch mehr, aber eben diese beiden Systeme haben sich durchgesetzt. Das iPhone und das Android-Phone, also das Smartphone. Die beiden sehen zunehmend gleich aus, sie funktionieren auch gleich, aber sie haben andere Betriebssysteme. Und das merkt man eigentlich erst, wenn ich als Android-User plötzlich ein iPhone in der Hand habe und meine gewohnten Tasten suche und merke, die sind ganz woanders und es funktioniert auch ganz anders. Mhm. Und das ist sehr häufig die Wahrnehmung, dass man, wenn man so grob drauf guckt, sagt man, okay, das ist evangelisch, hier lutherisch, da reformiert, aber wo sind eigentlich die Unterschiede? Aber wenn man reformiert aufgewachsen ist und in einem lutherischen Gottesdienst oder in einer Kirchenordnung sich bewegt, merkt man deutlich die Unterschiede und umgekehrt genauso. Und der Ursprung dieses unterschiedlichen Betriebssystems liegt natürlich in der Reformationszeit bei Martin Luther und Huldreich Zwingli. Der eine kommt sehr stark aus der römischen Tradition, Martin Luther, er war ja selber auch Mönch, während Zwingli aus einer humanistischen Tradition kommt, die also sehr auf das Lernen der Sprachen, neuere Erkenntnisse setzt. Und während Luther also doch noch sehr dem Modell der römischen Theologie folgt, vor allem die Vergebung der Sünde durch das Abendmahl steht ganz im Zentrum, ist es bei Zwingli doch ein anderes Modell, nämlich das Modell, dass wir im Abendmahl zum Beispiel eben ein Versöhnungsmahl feiern, dass wir hier Dankbarkeit empfangen und ausdrücken, dass wir hier Gemeinschaft erleben. Und diese unterschiedlichen Auffassungen, die beide unabhängig voneinander geprägt haben, prallen dann 1529 in Marburg aufeinander, als beide von Philipp von Hessen gezwungen wurden, sich doch jetzt bitte mal zu einigen, weil man ja auch in militärischen Auseinandersetzungen mit der römischen Kirche stand. Und das ist einfach nicht gelungen, weil man da gemerkt hat, wir haben unterschiedliche Betriebssysteme. Und das kriegen wir so schnell nicht kompatibel gemacht. Das hat dann bis zur Leuenberger Erklärung im 20. Jahrhundert gedauert, bis man nicht die Unterschiede beseitigt hat, aber zumindest anerkannte, dass es diese Unterschiede gibt und dass auch der andere ein gutes Smartphone macht, also gute Kirche ist und das Evangelium verkündigt und auch die Sakramente verwaltet. Das ist dort dann gegenseitig anerkannt worden. Ja. Und dann wurde so ein bisschen zumindest ein Burgfrieden geschlossen, sagen wir es mal so. Aber vielleicht lag das ja auch daran, weil andere Fragen sich dann doch stärker in den Vordergrund gedrängt haben, als die, die zur Zeit der Reformation noch so eine große Bedeutung gehabt haben. Lassen Sie uns mal weitergehen. Aber Sie haben das schon angedeutet, Zwingli und dann auch Calvin, vom Ursprung her den Unterschied ein wenig zu verstehen. Die humanistische Tradition, ist das auch eine stärker rationalistische Tradition, in der Calvin drin steht und Zwingli? Oder ist das mit diesem Begriff nicht zu fassen? Ja,
Also rationalistisch, das würde ich jetzt nicht einseitig den Reformierten zuschreiben. Da hat es ja auch auf lutherischer Seite mit Luther selber, aber auch mit Melanchthon sehr starke auch humanistische Traditionen gegeben, die ja auch heute immer noch vorhanden sind. Ich glaube, der zentrale Unterschied ist, wie man das Verhältnis von Altem und Neuem Testament beschreibt. Hier ist es bei Luther eher so, dass er doch einen klaren Gegensatz zwischen alt und neu konstruiert, während für die Reformierten, Zwingli ist da der Erfinder dieser Idee, davon ausgegangen wird, dass es einen Bund gibt und der Bund ist im Alten und Neuen Testament derselbe. Und dieses Modell führt dann etwa beim Abendmahl dazu, dass man das Abendmahl vom jüdischen Passamahl her denkt, von dieser Tradition, während Luther das Abendmahl eben von der Sündenvergebung her sehr stark konstruiert. Und da kommen dann ganz unterschiedliche Modelle heraus, weil man dieser Grundfrage, was es mit dem Alten und Neuen Testament auf sich hat, einfach unterschiedlicher Auffassung war. Trotzdem noch einmal gesehen, die Unterschiede auch von daher kommend. Martin Luther war ein, Sie dürfen mir natürlich widersprechen, ein treuer Untertan seiner Fürsten. Und hat auch an diesem System im Grunde genommen nichts geändert, sondern hat die Fürsten sogar eingesetzt, zu Bischöfen schließlich. Während die Reformierten stärker aus einer Tradition, würde ich jetzt sagen, des Bürgertums kommen, der freien Städte kommen, der Selbstorganisation, die sozusagen sich ein Stück weit schon von den Fürsten emanzipiert hat. Liegen da auch Unterschiede in den beiden Konfessionen zu? Ja, das liegt sehr deutlich zutage. Luther kommt eben aus einem feudalen System, wo der Fürst der Oberste ist und er macht ja auch die Fürsten zu Notbischöfen, nachdem die katholischen Bischöfe ihre Funktion verlieren. Während der reformierte Protestantismus, der dann in Zürich, Basel, Genf, Straßburg entsteht, eben in diesen Städten, in diesen aufbrechenden Städten entsteht. Und noch ein zweiter Punkt ist wichtig, wenn wir nach Holland und nach Frankreich schauen. Die Reformierten wurden dort von den Obrigkeiten schwer verfolgt, über Jahrhunderte hinweg. Und auch dann entwickelt man ein anderes Verhältnis zur Obrigkeit, auch zum Verhältnis von Staat und Kirche, wenn man eben in so einer Stadtkommune groß wird oder aber wenn man von einer feudalen Herrschaft verfolgt wird. Also von daher gibt es da unterschiedliche Gesellschaftssysteme, die im Luthertum und im reformierten Protestantismus präfiguriert werden. Sie sind gerade dabei, die Emner Synode noch einmal ins Gedächtnis zu rufen zu einem Jahrestag. Da ist ja zum Teil, wenn man einzelne Sätze liest, mutet einem das ja geradezu demokratisch, basisdemokratisch an, hört sich an nach herrschaftsfreier Geschwisterschaft, keine Gemeinde soll über die andere herrschen, kein Pastor über den anderen Pastor. Ist da eben auch schon so eine Struktur angelegt, die stärker auf die Eigenverantwortung als auf den Untertan sozusagen setzt? Ja, das zieht sich im reformierten Protestantismus durch. Ich spreche von Hierarchiefreiheit. Mhm. Das kann man schon im Gottesdienst sehen. Zwingli macht als erstes den erhöhten Altar weg, sodass alle auf gleicher Ebene kommunizieren. Es gibt nicht mehr den liturgischen Gesang zwischen einem Pfarrer und der Gemeinde, sondern alle singen dasselbe. Und auch in der Kirchenordnung, wo es darum geht, wer bestimmt und wo es lang geht, soll es auch keine Hierarchien geben. Und das haben die in Emden in der Notsituation für sich als ein Modell gefunden. Das waren ja alles Migrationskirchen, weil sie in den Niederlanden verfolgt wurden. Die merkten aber, sie müssen sich in bestimmten Fragen treffen, kommunizieren und gemeinsam die Dinge planen. Und da haben sie eben die Möglichkeit gefunden, dass jede Gemeinde eigenständige Gemeinde bleibt und ihre Angelegenheiten selber regelt. Und nur da, wo sie alleine nicht weiterkommt, etwa wenn man Pfarrer ausbilden muss, da braucht man größere Institutionen und Kapazitäten,
dann kann man mit einer anderen Gemeinde zusammenarbeiten. Und wenn die ein Problem haben, was alle betrifft, muss man wieder in einem größeren Kreis denken. Aber das Ganze ist sozusagen von der Gemeinde her gedacht und nicht umgekehrt wie bei Luther. Hier ist der Bischof oder der Bischof, der sozusagen dann Garant des Ganzen ist. Mich interessiert noch mal etwas anderes. Die Reformierten haben immer auch Wert darauf gelegt, Verantwortung in der Welt wahrzunehmen. Für mich persönlich ist das der Grund gewesen, warum ich seinerzeit sehr bewusst in die reformierte Kirche eingetreten bin. Das war seinerzeit Anfang der 80er Jahre, das Nein ohne jedes Ja zu den Massenvernichtungsmitteln. Ist das genuin reformiert oder hätten das genauso gut die Lutheraner eigentlich machen können oder die Freikirchen oder die römisch-katholische Kirche? Oder ist das so aus Ihrer Kenntnis der reformierten Kirche, dass Sie sagen, nee, genau das ist eigentlich die logische Konsequenz? Ja, es gibt da mindestens einen Punkt, der entscheidend ist, nämlich, dass in den reformierten Kirchen die Bekenntnisbildung nicht abgeschlossen ist, sondern laufend weitergeht. Also die lutherischen Bekenntnisschriften sind im 16. Jahrhundert abgeschlossen, sind in einem Buch und damit fertig. Während die reformierten Bekenntnisschriften, die werden gerade neu herausgegeben, sind, glaube ich, inzwischen so breit und reichen bis ins 20. Jahrhundert hinein. Das heißt also, eine reformierte Kirche wird immer wieder neu sich des Evangeliums vergewissern in der jeweiligen Zeit, in der sie lebt. Und das heißt, dass es eben unterschiedliche Herausforderungen und auch unterschiedliche Antworten gibt. Und der Reformierte Bund hat 1982 eben deutlich gemacht, in dieser Phase der Zuspitzung der atomaren Aufrüstung in Ost und West, dass hier die Kirche ein Wort sprechen muss, dass sie etwas sagen muss. Und so kann es immer wieder passieren, dass solche historisch herausfordernden Dinge, wie auch beispielsweise das Dritte Reich mit der Barmer theologischen Erklärung, das Bekennen erfordern. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der zum Reformiertsein dazugehört. Und dann kommt noch hinzu, dass, ich will das vielleicht mal am Abendmahl erläutern, das Abendmahl ist nach reformiertem Verständnis nicht so, dass ich mit Brot und Wein irgendein Heil empfange, sondern ich bin da in der Gemeinschaft, der die Versöhnung zugesagt ist, die sich aber in diesem Augenblick auch verpflichtet, miteinander nach den Geboten zu leben. Das heißt sozusagen, das Abendmahl, der Zuspruch, den wir in dem Evangelium bekommen, ist auch ein Anspruch, dass wir unser Leben neu orientieren, in Gemeinschaft mit anderen neu gestalten. Und das ist so ein Element, was immer die Öffnung zu gesellschaftlichen Problemen anbelangt. Einmal das, was in so einer kleinen Kommune passiert, an Fragen, wenn zum Beispiel dort eine große Arbeitslosigkeit herrscht und viele davon betroffen sind, bis hin zu ganz großen Fragen, von denen wir alle indirekt betroffen sind, aber die wir deutlich vor Augen haben. Aktuelle Fragen jetzt. Die aktuelle Frage ist, wie gehen wir mit Corona um und was bedeutet das? Haben wir was zu sagen als Kirchen? Ja, Corona ist natürlich ein Thema, zu dem wir als Kirche uns auch verhalten müssen. Einmal, weil wir ja selber betroffen sind. Unsere Gottesdienste können nicht mehr so gefeiert werden wie bisher. Wir müssen die Maßnahmen einhalten. Und trotzdem, denke ich, müssen wir in diesen beschränkten Maßnahmen auch deutlich machen, dass es da auch noch mehr gibt, als sich zurückzuziehen, die Corona-Maßnahmen durchzuführen, sondern auch innovativ zu werden. Also wenn wir uns als Kirche hier nicht besonders hervortun, dass das, was die Menschen gerade beschäftigt, dass es ja auch eine Sinnfrage ist, die von Corona ausgeht, auch die Zukunftsangst, die hier eine Rolle spielt, wenn wir das mit unserer Theologie nicht aufnehmen können, dann ist das natürlich auch eine vertane Chance. Ja, das ist, glaube ich, auch erstmal zumindest so zu konstatieren. Ist es vielleicht das Problem, dass wir
überzeugende Antworten aus dem Glauben, dass wir uns damit so schwer tun und es uns leichter fällt, heute zu ethischen Fragen Stellung zu nehmen, was Richtiges zu tun ist, in der Flüchtlingsfrage, in der Klimafrage, in einer gewissen Weise auch in der Corona-Frage. Da gibt es schneller Antworten und da hat man ja häufig das Gefühl, dass die Kirchen doch Echoräume des Zeitgeistes geworden sind. Ist das aus einer Schwäche, überzeugend vom Glauben zu reden, zurückzuführen? Ja, zunächst ist es ja auch gar nicht so tragisch, wenn in ethischen Dimensionen auch gedacht wird. Beispielsweise, wenn es jetzt darum geht, ob Menschen, die immun sind gegen das Coronavirus, weil sie es schon gehabt haben oder geimpft sind, jetzt besondere Ausweise bekommen sollen. Das sind natürlich sehr eminent ethische Fragen, die auch von christlicher Überzeugung her klar beantwortet werden müssen. Und unter Umständen fallen diese Antworten anders aus, als Menschen, die möglichst schnell zurück wollen in einen Zustand, wo alles wieder funktioniert. Da kann kirchliche Ethik manchmal sehr quer zum Zeitgeist liegen und damit auch ihre Funktion erfüllen. Aber das ist nicht die erste Aufgabe, weil das betreiben andere ja auch. Die erste Aufgabe wäre zum Beispiel zu fragen, was hat Corona eigentlich mit Gott zu tun, der auch Schöpfer dieser Welt ist? Und können wir Menschen, was wir ja manchmal glauben, diese Schöpfung eigentlich zerstören oder erhalten? Oder ist das allein Gott vorbehalten, der die Welt einfach geschaffen hat? Müssen wir da nicht vertrauensvoller sein in dieser Frage? Das sind ja ganz, ganz wichtige Fragen, weil sonst reden wir ja in dieser Krise über alles Mögliche, nur eben nicht über Gott und die Frage, was er oder sie mit diesem Virus zu tun hat. Na, zugespitzt die Frage, hat Gott Corona geschickt? Ja, oder? Ich will das vielleicht mal so sagen. Corona ist ja ein großer Aufdecker. Er zeigt in unseren Gesellschaften, was nicht funktioniert. Er zeigt in den internationalen Zusammenhängen, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo Menschen ganz besonders unter diesen Fragen jetzt leiden. Und von daher würde ich es eher so sagen, dass wir eingebunden sind in eine Gesamtschöpfung, zu der eben auch die Tiere und die Pflanzen und die Viren und was weiß ich alles dazugehören. Und dass wir Menschen auch unseren Stellenwert hier jeweils genau wiederfinden, dass wir eben dazugehören im ganzen System. Und wenn wir hier übergriffig werden, dann gefährden wir das ganze System und damit auch uns selber. Ich denke, dass das sozusagen eine Naturkonstante ist, die in der Schöpfung angelegt ist von Gott und deswegen von uns auch sehr aufmerksam wahrgenommen werden muss. Aber ich merke auch noch mehr, dass ich sozusagen darunter leide, dass so wenig plausible Antworten letzten Endes überhaupt gesucht werden auf theologischer Seite, sondern man einen gewissen Fatalismus fast schon, es gibt irgendwie keine Antwort auf die Fragen. Man könnte ja auch zum Beispiel weiter in die Richtung gehen und sagen, dass da auch gewisse Überreaktionen stattfinden, weil ein Glaube, ein Vertrauen in die guten Mächte, die uns umgeben, letzten Endes dünn geworden ist. Und deswegen, wenn kein Vertrauen da ist, wird die Angst stärker. Die beiden Dinge sind, glaube ich, Antipoden sozusagen, die sich gegenseitig in Schach halten, aber nicht zur einen oder anderen Seite aufgelöst werden dürfen. Und wenn sozusagen nicht mehr eine Grundüberzeugung, ein Grundvertrauen da ist, von guten Mächten wunderbar geborgen zu sein, eine Letztverantwortung bei Gott zu sehen und auch nicht den Tod als letzte Schranke meines Lebens wahrzunehmen, dazu sagen, dann ist das auch logisch, dass die Angst überhand nimmt? Ja, wobei ich
finde, Glaube ist nicht nur, sich von den guten Mächten geborgen zu fühlen, sondern da gehört auch der Zweifel dazu und auch das Fragen und das Klagen. Und was mir eben noch sehr wichtig geworden ist, weil wir uns ja mit Karl Barth beschäftigt haben, es gibt eben auch das Böse in dieser Welt, die bösen Strukturen. Karl Barth nennt das das Nichtige, was eben auch zu unserer Welt dazugehört. Und es ist deswegen das Nichtige, weil es von Gott bereits verneint ist, nicht gewollt ist, in Tod und Auferstehung Jesu bereits überwunden ist. Also das war ja Karl Barths Versuch mit den ganzen bösen Mächten, die ja im Dritten Reich und im Krieg und den Konzentrationslagern als Zeitgenosse erfahren hat, auch das zu deuten, was hat das mit Gott zusammen zu tun und wie verhält sich Gott dazu. Und indem er sagt, das Nichtige, und dazu gehört eben auch alles das, was Corona gerade aufdeckt, ist bereits von Gott verneint und überwunden. Das Ziel ist eben bereits vorgegeben, nämlich das Reich Gottes. Und das ist eine sehr, sehr steile These, aber sie, denke ich, ist der Grundbestand des reformierten Glaubens. Und wenn wir das nicht mehr sagen können, wenn wir darauf nicht mehr vertrauen können, weil die Welt für uns so brüchig geworden ist, dann müssen wir einfach nochmal sehr intensiv an diesen Dingen arbeiten, weil es einfach gerade so verdeckt ist, weil die Welt gerade einen so großen Wandel durchmacht. Die USA verändern sich gerade. Wir haben in vielen Ländern Systeme, die wir als antidemokratisch empfinden. Wir haben große Ungerechtigkeiten in den Gesellschaften. Wir haben die zentralen Fragen der ökologischen Krise und der Ausbeutung von Menschen noch gar nicht wirklich in den Griff, auch gar keine Instrumentarien dafür. Und das nimmt alles so überhand, auch in den Nachrichten, die wir wahrnehmen, dass das manchmal so alles beherrscht. Und Karl Barth sagt eben, Gott ist Sieger, Gott hat schon gesiegt. Und wenn wir das eben vergessen, dann geben wir diesen Mächten zu viel Macht. Barth sagt, dann macht ihr das Nichtige groß, obwohl es von Gott schon verneint ist. Und das müsst ihr vermeiden. Und da käme dann doch ein sehr hoffnungsvoller Sicht und Blick auf diese Welt letzten Endes doch noch einmal, gerade von Karl Barth und dem, dass das schon am Kreuz geschehen ist, dieser Sieg, in die Theologie hinein und in das, was wir zu verkündigen haben, den Menschen heute. Und das wäre doch in der Tat eine genuin kirchliche Stimme, die alles andere als ein Echoraum des Zeitgeistes wäre, sondern im Gegenteil einen Kontrapunkt setzen würde und sagen würde, bei allem, was bedränglich und bedrohlich ist, gibt es einen guten Grund, zuversichtlich zu sein. Ja, wir haben, glaube ich, lange Zeit so etwas wie eine Wohlstandstheologie gepredigt. Wir sind Sünder, okay, aber wir sind gerechtfertigt und am Ende geht das schon gut aus. Das habe ich so oft in Predigten gehört und es hat mich unglaublich gelangweilt. Und die Corona-Krise, die zwingt uns dazu, theologisch nochmal gründlich zu arbeiten, hier wirklich nochmal Fragen zu stellen, die wir uns lange nicht mehr gestellt haben, weil wir glauben, sie seien schon beantwortet. Und das ist, glaube ich, etwas, was für uns als Kirche jetzt, sobald wir uns wieder normal treffen können, austauschen können, ganz wichtig geworden ist, und zwar face-to-face, denn digitale Maßnahmen, wir können uns auch in digitaler Weise über den Glauben unterhalten, aber wenn wir jetzt nebeneinander stehen und unsere Erfahrungen nebeneinander legen und damit auch unsere Verletzlichkeit in unseren biografischen Erfahrungen offenlegen, dann reden wir über diese Dinge ganz anders. Und das muss auch möglich sein, nicht nur unter Pfarrern und Pfarrerinnen, sondern auch Gemeindeglieder, die diese Fragen ja auch haben, die auch auf der Suche nach Antworten sind. Vielen Dank. Man kann nicht Gott dienen und mit dem Teufel und Welt solche Rückversicherungen eingehen.
da wird keine Neuentdeckung der reformatorischen Botschaft, da wird keine Liturgie- und Gesangsbuchreform, da wird kein Lutherfilm und kein violettes Jahrhundert der Kirche. Da wird keine kirchliche Jugendbewegung und Gemeindearbeit, da werden keine ökumenischen Ideologien und Machenschaften auch nur das Geringste helfen. Eine Kirche, die zugestandenermaßen damit beschäftigt ist, ihren Wert zu behaupten, ja, zu steigern. Eine Kirche, die das Jubeljahr der Augsburger Konfession damit antritt, zu bejubeln, dass sie wieder einmal aus dem Engpass heraus ist. Eine solche Kirche kann in keinem Wort ihrer Weihnachts- und Oster- und Sonntagspredigt glaubwürdig sein. Wenn sie Jesus Christus sagt, muss und wird man, und wenn sie es tausendmal sagte, ihre eigene Sattheit und Sicherheit hören. Und sie soll sich nicht wundern, wenn sie mit allem ihrem Jesus Christus an der wirklichen Not der wirklichen Menschen vorbeiredet. Wie sie am Worte Gottes vorbeigehört, aus aller Mahnung, Tröstung und Lehre der Bibel und der Reformatoren Wasser auf ihre eigenen kleinen Mühlen gemacht hat. Darum, weil sie im Begriff steht, ihren eigenen Brunnen zu verstopfen und zu vergiften durch eine heillose Unsachlichkeit, darum muss man ihr mit letztem Ingrimm widersprechen. Muss man. Widerspruch ist heilsam.